Die Alpen. Von Slowenien bis Frankreich. Eine Entdeckungsreise durch die Welt der Berge. Der Hochjochferner trennt Tirol von Südtirol. Eine Glaziologin misst hier die Veränderung der Gletscherwelt. Aus der Luft entdeckt man die Weinberge Südtirols. Der Wein vom Kalterer See wird in die ganze Welt verkauft. Am Berg liegt mancher Bauernhof so hoch, dass erst seit wenigen Jahren eine Straße zu ihm führt. Südtirol und das Trentino sind die nördlichsten Provinzen Italiens. Die Reise aus der Vogelperspektive führt vom Finchgau nördlich von Bozen über die Dolomiten im Osten. Von hier geht es bis zum Gardasee im Süden. An der Südseite der Alpen, im Dreiländereck zwischen Österreich, Italien und der Schweiz, erstreckt sich das Ortler-Massiv. Der Ortler ist mit knapp 4000 Metern der höchste Berg in Südtirol. An klaren Tagen hat man eine Fernsicht bis in die Berner Alpen, fast 200 Kilometer entfernt. Die Nordwestflanke des Ortler ist von einer 70 Meter dicken Gletscher- und Schneemasse bedeckt. Diese ebene Fläche macht die Überschreitung bequemer als an manch anderen Bergen. Nicht weit davon entfernt windet sich eine der höchsten Passstraßen des Alpenraums über das Stilfserjoch und hinab zu den Almen und Tälern des Finchgau. In der Nähe von Laas liegt der Türkhof auf einer Höhe von 1100 Metern. Hier sind die Hänge so steil und die Flächen so klein, dass die Arbeit nur von Hand verrichtet werden kann. Die Bauern brauchen Hilfe, aber sie können sie nicht bezahlen. Zum Glück gibt es Menschen wie Astrid Jung. Astrid ist Krankenschwester. Während andere ihre Ferien lieber am Strand verbringen, macht die Kölnerin 3 Wochen lang Urlaub auf dem Bauernhof. Als Magd. Ich mag Menschen und ich mag sie unterstützen, wenn es möglich ist, soweit das in meinem Rahmen möglich ist. Und ich finde, es ist eine sehr sinnvolle Tätigkeit, so seine Freizeit oder seinen Urlaub zu verbringen. Jetzt zu der Zeit, wenn ich komme, also das ist so Mitte August, ist erst noch der zweite Heuschnitt zu machen, die sogenannte Grummeternte. Da helfe ich halt erstmal mit. Dieses Jahr haben wir Glück gehabt, haben wir gerade mal 1 Woche gebraucht, weil das Wetter einfach nur fantastisch gewesen ist. Ne? War zwar sehr anstrengend, aber haben es geschafft. Astrid Jung kommt schon den 3. Sommer zum Türkhof. Aufmerksam wurde sie durch einen Bericht über den Verein, der die freiwilligen Arbeitseinsätze organisiert. Mittlerweile gehört sie schon fast zur Familie. Ich habe das Glück, ich bin hier reingerutscht, ich kriege das Leben, das alltägliche Leben mit. Ist ganz was anderes, ne? Auf diese Art hier reinzuschnuppern. Jetzt hast du was. Hier ist es noch üblich, dass 3 Generationen unter einem Dach leben. Doch die Landwirtschaft wirft schon lange nicht mehr genug Ertrag ab, um die Familie Tappeiner zu ernähren.
Mahlzeit. 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 Die Arbeit am elterlichen Hof übernimmt zum größten Teil Roswitha, die Bäuerin. Ihr Mann Elmar arbeitet das ganze Jahr über in einer Firma in Laas. Um den Hof halten zu können, ging Roswitha neue Wege und legte hier oben eine Himbeerplantage an. Südtirol ist einer der schönsten Obstgärten Europas. Doch Himbeeren sind in dieser Höhe etwas Ungewöhnliches. Nach der Ernte im Sommer muss die Plantage zurückgeschnitten werden, damit die jungen Triebe Licht bekommen und fürs nächste Jahr nachwachsen. Bei einer Fläche von 2000 Quadratmetern dauert das Ganze 2 Wochen. Doch Astrid genießt die Arbeit. Mir ist es am liebsten, draußen zu arbeiten. Ne? Also wenn man sich hier die Umgebung anschaut, das ist ein Paradies. Ne? Also für mich, ne? Ich komme aus Köln, bin eigentlich von Beruf her OP-Schwester, bin den ganzen Tag drinnen, sehe kein Tageslicht. Dadurch, dass ich es hier wirklich freiwillig mache und gerne hier hinkomme, empfinde ich gar nichts als schwer. Also die erste Woche ist schon anstrengend, man merkt es dann in den Füßen und den Beinen und so, das ist schon klar, aber es macht trotzdem Spaß. Von Laas im Finchgau führt die Reise auf dem Weg nach Dorftirol über schneebedeckte Gipfel und Gletscher. Laas ist bekannt für seinen weißen Marmor. Dieser Steinbruch ist einer der wenigen, in dem Marmor noch aus dem Berg geschnitten wird. Die einzelnen Blöcke wiegen bis zu 8000 Tonnen. Schon in der Antike verwendete man den Marmor aus dem Finchgau für die Meilensteine an der Via Claudia Augusta, die Süddeutschland mit Norditalien verband. Heute exportiert Laas den Stein in die ganze Welt. Er wird unter anderem am Ground Zero in New York eingesetzt. Und selbst auf dem Friedhof bestimmt der weiße Marmor das Bild. Jeder Grabstein stammt von einem Laaser Bildhauer. Der Hochjochferner an der österreichischen Grenze. Hier lag, noch vor ein paar Jahrzehnten, ein zusammenhängendes Gletschergebiet. Infolge der Klimaerwärmung gibt es heute nur noch 3 Gletscherzungen. Neben den Polkappen sind die Gletscher der größte Süßwasserspeicher der Erde. Ihr Schwund ändert das Landschaftsbild in den Alpen massiv und trägt zum globalen Anstieg des Meeresspiegels bei. Die Universität Innsbruck begann Ende des 19. Jahrhunderts als eine der ersten im Alpenraum eine Langzeitstudie auf dem Gletscher. Um Rückschlüsse auf die Veränderungen ziehen zu können, müssen die Daten über Jahrzehnte erhoben werden. Die Glaziologin Andrea Fischer ist derzeit für die Messungen zuständig. Von ihrem Einsatzort ist sie immer wieder aufs Neue beeindruckt. Gletscher sind in erster Linie mein Arbeitsplatz. Gehe immer wieder rauf, um dort Pegel zu bohren. Und wenn man da drauf geht, nachher hört man mal alle Menge Geräusche, alle möglichen. Und es ist das Eis oft sehr hell, richtig gleißend, ein toller Anblick. Und das ist irgendwie auch erhaben, wenn man da so drüber marschiert. Man weiß, das Eis ist mehrere hundert Jahre alt. Und teilweise auch noch viel älter, die liegen schon eine Zeit dort oben, bewegen sich langsam, kracht. Also ganz ein toller Anblick und immer wieder schön dort zu sein. Andrea Fischer ist immer allein am Gletscher, trotz der Gefahr.
Und am Gletscher gibt es einige Sachen, die gefährlich sind. Das sind die Gletscherspalten, die durch diese Bewegung sich öffnen. Der Gletscher zerreißt richtig. Die können sehr, sehr tief sein. Die können mit Wasser gefüllt sein. Es gibt Steinschlag. Es gibt auch Gletschermühlen. Oder? Dieses ganze Wasser, was am Gletscher daherkommt, macht dort ein Loch und fällt dort rein. Und in sowas sollte man halt auch nicht reinfallen. Und da sind wir sehr, sehr gut ausgebildet und auch sehr, sehr gut trainiert. Man muss natürlich sehr viel üben, weil es sind schon Wegstrecken. Ich gehe am Tag bis zu 16 Stunden. In starken Zeiten trage dabei 30, 40 Kilo Gepäck mit mir und das ist schon körperlich sehr, sehr anspruchsvoll. Vor allem die Kunst ist, dass man dann dabei nur denken kann, nicht? Auf ihren Touren übernachtet sie in Schutzhütten oder bivakiert. Mitten im Eis. Jeden Sommer ist Andrea Fischer auf dem Gletscher unterwegs. Und jedes Jahr sieht der Hochjochferner anders aus. Nach schneereichen Wintern kann er auch mal gewachsen sein. Persönliche Sachen hat Andrea Fischer nur wenige dabei. Den Großteil des Gepäcks macht das Equipment aus. Die Gasbrenner etwa, mit denen sie heißen Wasserdampf erzeugt, um ins Eis vorzustoßen. Anhand ihrer Messungen kann die Glaziologin feststellen, ob der Hochjochferner im vergangenen Jahr über das normale Maß hinaus an Eis verloren hat. Teile dieser Zeitreihen, die wir messen, sind unter den längsten Zeitreihen, die es weltweit gibt. Und deshalb ist es auch für die internationale Klimaforschung sehr, sehr wichtig, diese Daten, die wir hier erheben, mit im Schweiße unseres Angesichts. Der heiße Wasserdampf frisst sich 10 Meter tief ins Eis. Gemessen wird die Gletscherhöhe mit einfachen Holzstangen, den sogenannten Pegeln. Man steckt die Pegel rein, die werden dort festgefroren und wenn man das nächste Mal raufgeht, steht dieser Pegel nicht einen Meter raus, sondern wenn wir in 2 Wochen raufgehen, steht er 2,40 Meter raus und so weiter. Und wenn man dann am Ende des Massenhaushaltsjahres, Ende September raufgeht und man liest ihn ab, dann weiß man, wie viel geschmolzen ist in diesem Jahr. Gott sei Dank schmelzen die Gletscher, weil sonst wären sie schon lange in Hamburg, wenn überhaupt nichts abschmelzen darf. Also die müssen schmelzen, damit sie nicht zu weit vorstoßen. Aber momentan einmal schmilzt sehr viel mehr, als ein Schnee liegen bleibt und dort zu Eis umgewandelt wird. Und deshalb gehen die Zungen zurück. Und das ist relativ markant. Seit dem Ende der letzten kleinen Eiszeit um 1850 haben wir etwa die Hälfte der Fläche verloren. Trotz schneereicher Winter. Seit 150 Jahren zieht sich der Hochjochferner im Schnitt um 40 Meter jährlich zurück. Wenn es so weitergeht, hat der Hochjochferner keine Zukunft. Oder nur eine als Mini-Gletscher. Die Gletscher werden nie ganz weg sein, weil es wird immer Schattenlöcher geben, wo Lawinenschnee abgelagert wird. Und dort werden die Gletscher sehr, sehr lang bleiben. Solche Bilder wird es bald vielleicht nur noch in den Archiven geben. Die Reise geht weiter ins Etschtal. Hier ist das Klima mild und feucht. Täler wie dieses bilden das größte Obstanbaugebiet Europas. Jeder 10. Apfel, der in Europa gegessen wird, stammt aus Südtirol. Über dem Meraner Talkessel reckt sich Schloss Tirol empor,
die Stammburg der Grafen von Tirol, die dem Land seinen Namen gaben. Bis in das 14. Jahrhundert wohnten hier die Landesfürsten, ehe die Residenz nach Innsbruck umzog. Im Tal wachsen Palmen und Wein. Ein paar hundert Meter höher ist das Gelände unwegsam und gefährlich. Trotzdem leben hier Menschen. Die Bedrohung durch Bergrutsche ist allgegenwärtig. Im August 2011 erwischte es beinahe den Greiterhof über dem Dorf Patschins, nördlich von Meran. Eine Felslawine von 50 Metern Breite stürzte 1500 Meter tief zu Tal und verschonte den Hof. Ein Wunder. In der Nacht zuvor hatte sich der Berg schon mit kleinen Felsstürzen gemeldet. Die Bewohner waren alarmiert und wurden evakuiert. Die Steinlawine endete in einem Weinberg. Diese Häuser sind erst seit einigen Jahren per Straße erreichbar. Im Tal beeinflusst das günstige Klima den Obstanbau, während die Viehzucht vor allem am Berg betrieben wird. Marion Tartarotti kommt alle paar Wochen hier rauf. Ich bin Großtierärztin, ich behandle Rinder, Ziegen, Schafe, Schweine, eventuell auch andere Tierarten. Wie zum Beispiel diese Tiere aus den Anden, Lamas. Für den Bauern sind die Tiere Hobby, denn sie geben keine Milch und sind nicht besonders ertragreich. Für Marion Tartarotti sind sie eine Abwechslung in ihrem Arbeitsalltag. Na, der Unterschied ist sicher, dass man als Tierarzt hier bei uns keine Routine hat mit dem Lama. Also das Lama ist ein sehr extra Tier, Gott sei Dank sehr robust, dass es wirklich nicht viel Therapie braucht. Also kranke Lamas sieht man selten. Marion hat in Wien Tiermedizin studiert und ist dann nach Südtirol zurückgekehrt. Mit ihrem Mann hat sie die Praxis auf dem Land aufgebaut. Ich bin im Rahmen von meiner Prophylaxetätigkeit, die ich jedes Jahr mache. Da haben wir auch die Lamas müssen Blut abnehmen. Und da haben wir halt gedacht, nehmen wir halt ab wie beim Schaf oder bei der Ziege und das klappt halt nicht. Und da habe ich halt nachschauen müssen im Buch, wo man genau das Blut abnimmt. Und sie haben eine ziemlich dicke Haut, also da muss man ziemlich stark durchstechen. Beim ersten Mal dann gleich Blut gekriegt, dann war ich für den Bauern schon die Lama-Spezialistin. Heute verabreicht Marion den Lamas noch ein Mittel gegen Würmer. Als Vorsorge. Ihr nächster Fall wartet schon. Rund 100 Kilometer legt die Tierärztin am Tag zurück. Und sie muss rund um die Uhr erreichbar sein. Auch diese Kuh braucht die Tierärztin. Sie hat Fieber und will nicht fressen. Da die Bauern der Region hauptsächlich von der Milchwirtschaft leben, untersucht Marion die Milch der Kuh auf den Zellgehalt, der bei einer Euterentzündung erhöht ist. Das sehen wir schon, wo es fehlt, gell? Der Test zeigt, die Milch klumpt nicht. Ja, sieht man schon scharf. Es ist alles in Ordnung.
Die nächste Etappe führt ins Pustertal. Ziel ist Pfalzen. Auf dem Weg liegt Meran. Hier begann im 19. Jahrhundert der Südtirol-Tourismus. 300 Sonnentage im Jahr und das milde Klima lockten auch Kaiserin Sissi in die Kurstadt. Das Pustertal hat ein anderes Klima als der Finchgau. Hier gedeihen weder Wein noch Obst. Der Südtiroler Teil wird auch das Grüne Tal genannt. Aber der sanfte Eindruck täuscht. Selbst die Siedlungen im Tal liegen um die 1000 Meter hoch. Das Tal ist untypisch für Südtirol, denn es ist nicht nach Süden geöffnet. Hier wachsen nur sehr widerstandsfähige Pflanzen. Der Kräutergarten von Brigitte Niederkofler liegt auf einem sonnigen Hochplateau in 850 Metern Seehöhe. Ende Juni blüht die Ringelblume und kann geerntet werden. Seit 1912 stellt Familie Niederkofler ätherische Öle und Heilkräuter her, in der dritten Generation. Also mich fasziniert an den Heilpflanzen hauptsächlich, dass es nicht mal wie in eine Blume, die man einfrischt und dann eben wegschmeißen muss oder auf den Kompost geben, sondern die Heilpflanzen, die kann man dann weiterverarbeiten. Schon Hildegard von Bingen nutzte die Heilkraft der Ringelblumen. Gepflückt werden nur die Köpfchen. In der Blüte befinden sich die heilbringenden Substanzen. Also eine Ringelblume, also die ist hauptsächlich, wird sie für Entzündungen verwendet, die wird in Öl angesetzt und dann eine Salbe draus gemacht. Das ist eine wunderbare Heilpflanze bei Verbrennungen, Verletzungen, Entzündungen für die Haut. Aber auch als Tee kann man sie verwenden, da ist sie entzündungshemmend so für die inneren Organe. Nach der Ernte kommen die Blüten in den Trockenschrank. Das ist besser und effektiver als die Lufttrocknung. Auf einem Rost werden sie wie in einem Backofen mit Warmluft bei 35 Grad schonend getrocknet. Wenn man so zu Hause macht, man soll die Pflanzen halt nie in der Sonne trocknen, denn in der Sonne verfliegen viele Wirkstoffe. Deshalb soll man es im Schatten, im Trockenen entweder aufhängen oder auslegen und liegen lassen, solange es dann, bis es wirklich trocken ist. Brigitte hat in eine der traditionsreichsten Heilöldestillerien Südtirols eingeheiratet. Die Herstellung des Öls übernimmt ihr Mann. Das ist eine sehr schwere Arbeit. Das ist eine Arbeit, die man im Wald verrichten muss. Es wird alles mit der Hand herausgehackt. Also so für eine Frau ist das fast nicht machbar, weil es eben so eine schwere Arbeit ist. Das Öl der Latschenkiefer befindet sich in den Nadeln. Vor der Destillation werden die Äste zerkleinert. Um das Öl zu gewinnen, werden die Nadeln nach traditioneller Methode destilliert. Das Verfahren ist besonders schonend. Das Schöne an meinem Beruf ist eigentlich das Arbeiten mit der Natur. Wir sind imstande, nachhaltig zu arbeiten. In dem Sinn, alles wird wieder in irgendeinen Kreislauf der Natur zurückgegeben. Und ich habe einfach mich freut, es Mischungen zu machen, mit Düften zu arbeiten, Kompositionen zu machen. Den Rohstoff für das Öl holen die Niederkoflers von den Hochplateaus rund um das Pustertal und das Eisacktal. Würde man die Latschenkiefer nicht ausschneiden, wären die Almen regelmäßig überwuchert.
Von Pfalzen im Pustertal führt die Route in Richtung Süden. Auf dem Weg nach Tramin liegt das tief in die Dolomiten eingeschnittene Gardatal, das Val Badia. Die Dolomiten sind Rückzugsgebiet für viele Tierarten. Fernab der Wanderrouten ziehen sie ungestört ihre Jungen groß. Die Gipfel der bleichen Berge sind schon von Weitem zu sehen. Viele von ihnen sind über 3000 Meter hoch. Zur Zeit des Urmeeres, vor rund 200 Millionen Jahren, waren die Dolomiten Korallenriffe. Die Felslandschaft wurde 2009 ins UNESCO-Weltnaturerbe aufgenommen. In den Tälern lebt man abgeschieden. Darum konnte sich hier eine uralte rätoromanische Sprache erhalten, die nur noch von rund 30.000 Menschen gesprochen wird. Ladinisch. So auch in dem Dorf Laval, zu Deutsch Wengen. Von hier stammen die Musikerinnen der Gruppe Ganes. Ladinisch ist unsere Muttersprache. Also bis zur Schule konnten wir nur Ladinisch reden. Und deswegen ist es auch die Sprache, in der wir denken und träumen. Und auch die erste Sprache, die kommt, wenn man einen Song schreibt. Und es eignet sich auch total gut, das in Musik umzusetzen. Es ist eine Sprache, die sehr weich klingt auch. Es sind schon mehrere Songs, die hier entstanden sind, wo wir dann irgendwie gesagt haben, gut, jetzt sind wir gerade von der Tour zurück, fahren wir nach Hause und dann hat man auch wieder die Zeit und die Lust und die Motivation, sich inspirieren zu lassen und was Neues zu machen. Ladinisch wird nur noch im Norden Italiens und der Schweiz gesprochen. Wie Rätoromanisch ist es ein Überbleibsel des sogenannten Vulgärlatein, Vorläufer der romanischen Sprachen. Auch wenn man es auf Ladinisch schreibt zum Beispiel, dann bekommt das Publikum ja trotzdem mit meistens, um was es geht, um was für eine Stimmung es da geht. Und wenn man das sieht, dass das Publikum einfach offen ist und das aufnehmen kann und eigentlich mit einem Lächeln wieder nach Hause geht, dann ist das eigentlich das Schönste. Die Musikerinnen, zwei Schwestern und ihre Cousine, machen seit ihrer Kindheit gemeinsam Musik. Mittlerweile leben sie in Salzburg und München. Also es gibt eben Songs, die wir zu dritt schreiben. Da setzen wir uns oft einfach zusammen, nehmen die Gitarre, kochen irgendwas und versuchen, was zu schreiben. Und dann die meisten Balladen zum Beispiel, die entstehen, die schreibt jeder von uns alleine, schon meistens aus irgendeinem großen Gefühl heraus oder irgendwas, was man einfach in Musik ausdrücken möchte. So. Pödel in der Anima in unser
Von den Garnes geht die Reise weiter. Über Bozen bis nach Tramin am Kalterer See. Über das Hochplateau des Monte Piana verlief im Ersten Weltkrieg die Tiroler Gebirgsfront. Schützengräben, Stollen und Bombentrichter zeugen davon. Quer durch die Orte, die Bergwanderer heute zu den schönsten der Alpen zählen, kam es zu einem sinnlosen Stellungskrieg. Über 20 Monate lieferten sich die Italiener und Österreicher Kämpfe auf 2000 Metern Höhe. Die schwierige Versorgungslage brachte große Entbehrungen mit sich. Soldaten starben öfter an Hunger oder Kälte als durch feindliche Geschosse. Zehntausende kamen durch Lawinen ums Leben. Ganze Berge wurden ausgehöhlt. In 100 Jahren sind kaum Pflanzen nachgewachsen. Bergsteiger machen sich die Kriegsrelikte in den Dolomiten heute zunutze. Viele Klettersteige wurden einst von Soldaten angelegt. Eine der berühmtesten führt auf die Pischiado-Spitze. Hier spannt sich eine 8 Meter lange Hängebrücke über den Abgrund. Eingebettet zwischen Dolomiten und Weinbergen liegt die Südtiroler Landeshauptstadt Bozen. Bis heute ist sie die einzige Stadt in Südtirol, in der mehr Italienisch gesprochen wird als Deutsch. Mussolini ließ hier vor dem Zweiten Weltkrieg tausende Arbeiter aus dem Süden ansiedeln. Die Erdpyramiden am Ritten bei Bozen sind durch Ausschwemmung eines eiszeitlichen Lehmfeldes entstanden. Der Stein an der Spitze schützt den Lehmkegel darunter vor Wasser, wie ein Regenschirm, und hält ihn hart. So trotzt er der Erosion. Rund um den Kalterer See wird das Klima milder. Die warme Luftströmung aus dem Süden am Tag und die kühlen Nächte schaffen ideale Bedingungen für den Weinanbau. Lange Zeit war der Kalterer See das Synonym für lieblos hergestellten Massenwein. Inzwischen wurden die Erträge zugunsten der Qualität um ein Drittel zurückgefahren. Und neben einheimischen Sorten wie dem Traminer oder Vernatsch wachsen im größten Weinanbaugebiet Südtirols heute auch klassische Rebsorten wie Chardonnay, Cabernet Sauvignon oder Merlot. Das Weingut Castel Ringberg wird von einer der wenigen Winzerinnen in der Südtiroler Weinwelt geführt, Elena Walch. Gegründet wurde es bereits 1869 von Ahnherr Wilhelm Walch. Das milde Klima auf rund 300 Meter Meereshöhe ist verantwortlich für die Qualität der Reben.
Südtirol ist ein Weinland mit herrlichen Wettervoraussetzungen, weil wir eben zwar Sonne haben, aber nicht so stark wie im Süden. Und dadurch hat die Traube die Zeit, wunderbare Aromen auch zu produzieren. Elena Walch bestimmt den idealen Lesezeitpunkt der Trauben. Dann, wenn das Verhältnis zwischen Zucker, Säure, Farbe und Aroma stimmt. Mit einem sogenannten Refraktometer wird der Zuckergehalt der Trauben ermittelt. Sie darf nicht zu süß sein, sie darf aber auch nicht zu wenig Süße aufweisen. Nicht? Heuer haben wir ein wunderbares Jahr gehabt. Wir haben Gewürztraminer mit 14 Grad, also das sind ungefähr 22 Barbo. Das haben wir gemessen und ungefähr im Durchschnitt. Und ich würde sagen, das ist eine tolle Gradation. Gradation, also Alkoholgehalt. Fachbegriffe wie diese hat auch Elena erst lernen müssen. Das Winzerhandwerk hat sie sich selbst beigebracht. Sie überredete ihren Mann, ihr einen Weinberg des Familienguts zu überlassen. Dort ließ sie kurzerhand die traditionelle Vernatsch-Traube herausreißen und pflanzte neue Sorten an. Ich bin eigentlich eine gelernte Architektin. Ich habe Architektur in Venedig studiert und wann habe ich in diese Familie hereingeheiratet, die sehr viel Tradition im Weinbau hat. Ich hatte das ja nicht vorgeplant. Deshalb ist das alles etwas Neues, was auf mich zukam, was mich eigentlich sehr begeistert hat. Dem Gewürztraminer ist Elena Walch treu geblieben. Er gehört zu den ältesten kultivierten Reben in Europa und wurde im 11. Jahrhundert das erste Mal im Südtiroler Dorf Tramin urkundlich erwähnt. Das bedeutendste Anbaugebiet liegt jedoch heute im Elsass. Der Gewürztraminer ist anerkannt als eine Rebsorte, die heutzutage sehr viele Liebhaber hat. Und zwar deshalb, weil er sofort erkennbar ist. Er ist sehr würzig, hat aber auf der anderen Seite auch diese delikaten Noten von einer Rose. Der Wein braucht warme, sandige Böden. Am besten in Hanglage. Elena stellte den Anbau komplett um. Bis vor kurzem war es in Südtirol üblich, die Reben in einem Spalier zu einem Laubdach heranwachsen zu lassen. Doch Elena setzte auf den international bewährten Guyot-Schnitt, wie in Frankreich oder Deutschland. Im Keller können Sie keine Wunder machen. Es kommt alles von der Natur, vom Weinberg. Haben Sie den Weinberg gut vorbereitet, können Sie auch ein tolles Resultat haben. Durch den hohen Zuckergehalt des Traminers kann die Hefe die Gärung manchmal nicht komplett ausführen. Und somit bleibt die natürliche Restsüße erhalten. Weißwein vergärt im kleinen Holzfass, dem Barrique. Rotwein hingegen vergärt in großen Eichenfässern und kommt nur zur Abrundung ins Barrique. Hier entsteht die gewünschte Holznote. Nur durch regelmäßiges Verkosten kann Elena den richtigen Zeitpunkt für die Abfüllung bestimmen. Bis zu 20 Monate lagern Weine wie der Lagrein oder der Merlot, bis sie in die Flaschen gefüllt werden. Um dann in den Weinkellern der Käufer oft noch Jahre darauf zu warten, wieder geöffnet zu werden. Vom Kalterer See führt die Reise in die Nachbarprovinz Trentino. Ziel der Etappe ist Pinzolo. Der Fluss Sarca fließt durch eine unzugängliche Region der Brenta-Gruppe. Im Westen des Trentino gibt es nur wenige Dörfer. 1967
wurde der Naturpark Adamello Brenta hier als erster Italiens eingerichtet. Heute ist der Naturpark mit 620 Quadratkilometern die größte Schutzzone der Provinz. In der Nähe von Pinzolo ist der Naturkundler Filippo Sibordi einer Tierart auf der Spur, die in den Alpen fast überall ausgestorben war und hier wieder angesiedelt wurde. Der Braunbär. Einen Bären zu treffen ist sehr, sehr selten, weil es Tiere sind, die sehr weitläufig verstreut leben. Bei uns gibt es wahrscheinlich ca. 30 davon, aber auf einem sehr, sehr weit ausgedehnten Gebiet. Es sind sehr scheue Tiere. Sie haben einen hochentwickelten Geruchssinn und hören sehr gut. Ein Zusammentreffen ist ein sehr seltener Glücksfall. Durch die gezielte Wiederansiedlung und Vermehrung slowenischer Tiere schaffte der Park es, die Bären hier wieder heimisch zu machen. Der Naturpark umfasst neben den Brenta-Dolomiten auch viele Wälder und Seen. Ideale Voraussetzungen für die Bären. Einer von ihnen schaffte es 2006 sogar bis in die Bayerischen Alpen. Bruno. Wir tun gut daran, uns zu erinnern, dass die Bären in den Alpen fast ausgestorben waren und nur hier übrig geblieben sind. Das Zusammenleben von Mensch und Bär. Es ist im bevölkerungsreichen Trentino nur dank eines intensiven Monitorings möglich. Die Bären zu überwachen und herauszufinden, wie viele es sind und wo sie sich aufhalten, ist schwer, weil man sie so selten sieht. Wir suchen nach organischen Spuren, hauptsächlich Haare, die der Bär in den Höhlen verliert oder an den Bäumen, wenn er sich daran reibt. Anhand der Spuren kann der Naturkundler unter anderem die Wanderschaft der Tiere nachvollziehen. Hier hat er Haare gefunden. Sie sind wichtig für DNA-Proben, die im Labor ausgewertet werden. Ähnlich wie in der Kriminalistik erfährt Filippo so alles über den Bestand der Bären und weiß genau, wie viele Weibchen es gibt und welche Tiere verwandt sind. Von November bis März ziehen sich die Tiere in Höhlen zurück. Nur im Sommer traut sich Filippo herein. In anderen Monaten wäre die Gefahr zu groß, einen Bären zu überraschen. In dieser Höhle hat sich ein Bär zum Schutz Laub hereingetragen. Bären suchen sich vorzugsweise kleine Höhlen aus, um ihren Winterschlaf zu verbringen. In großen Höhlen sind sie nicht ausreichend geschützt und frieren schneller. Es ist ein Tier, das wir mit Respekt behandeln müssen und zu dem wir einen angemessenen Abstand halten müssen. Ein Abstand, der es dem Bären erlaubt, seine Bedürfnisse zu wahren, aber auch unsere. Diese Höhlen sind absolut wichtige Orte für den Artenschutz und müssen daher mit besonderer Sorgfalt geschützt werden.
Nicht weit entfernt liegt der Gardasee. Auf dem Weg zum Gardasee liegt der kleinere Tennosee. Hier siedelten die Menschen schon zur Bronzezeit. Das Nordufer von Italiens größtem See liegt eingefasst von bis zu 2000 Meter hohen Bergen. Riva del Garda ist einer der wenigen Orte am Gardasee, die noch zum Trentino gehören. Die Stadt war früher Teil von Österreich-Ungarn und wurde im Zuge des Vertrags von Saint-Germain an Italien abgetreten. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges war Riva eine Festung. Der Gardasee ist in der letzten Eiszeit durch Gletscher geformt worden. Erste Besiedlungen des Seeufers datieren um das Jahr 2000 vor Christus. Heute ist er das touristische Zentrum der Region. Am Gardasee kühlen die vom Tag erhitzten Berge nachts stark ab. Dann erwacht der Vento. In den Morgenstunden erreicht er bis zu 7 Windstärken. Optimale Bedingungen für Kitesurfer wie Chiara Piccoli. Ich lebe hier. Vorher habe ich in Verona gewohnt und bei einem Rechtsanwalt gearbeitet. Aber vor 3 Jahren habe ich mich entschieden, an den Gardasee zu ziehen und den Sommer über als Barfrau zu arbeiten. So bin ich wenigstens nah am Wasser. Ich fühle mich als Teil der Natur, wenn ich auf dem Wasser bin und dem Wind folge. Dann geht es mir gut. Bei der Vorbereitung muss jeder Handgriff sitzen. Ähnlich wie beim Fallschirmspringen. Chiara fährt immer dorthin, wo gerade die besten Bedingungen sind. Am Gardasee gibt es kaum Strände, von denen man starten kann. Dafür kann man immer dem besten Wind hinterherfahren. Zunächst mit dem Boot. Der Gardasee ist perfekt für diesen Sport geeignet, weil es sehr windig ist. An manchen Tagen weht der Wind nur von Norden. Ein Wind, den wir Einheimische Peler nennen und der von den Bergen kommt. Es ist ein sehr starker Wind. In der Seemitte kann Chiara dem Wind besser folgen als am Meer. Das ist einfacher und macht größeren Spaß. Chiara nutzt jede freie Minute zum Kiten. Für das Team von Micheles Surfschule tritt sie auch zu Wettkämpfen an. Beim Kitesurfen wird das Brett von einem Lenkdrachen gezogen. Im 19. Jahrhundert experimentierte ein Engländer das erste Mal mit großen Lenkdrachen, um damit Kutschen und kleine Boote anzutreiben.
Nach diesem Prinzip schaffen es die schnellsten Kiter heute auf Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometer. Man muss die Natur lieben, weil, zumindest meiner Meinung nach, wenn man mit dem Kite surft, fühlt man sich als Teil der Natur. Weil du vom Wind getragen wirst und immer eine schöne Landschaft um dich herum hast. Das ist meine Motivation. Vom Nordufer des Gardasees ist es nicht weit bis in die Schweiz. Der nächsten Station auf der Reise über die Alpen.